Mahlzeit, mal ein paar Gedanken fürs Wochenende. Drehen wir doch die ganze Sache mal um. Wenn wir uns mit den Klidioten unterhalten, dann finde ich, sollten wir mal eine ganz andere Gesprächsstrategie anwenden. Nicht widersprechen, gar nichts, nein. Wir müssen noch mehr, noch viel mehr Klimaschutz fordern. Beispiel. Naja, jetzt haben sie ja zum Glück die Atomkraftwerke abgebaut. Ja, richtig, aber die anderen Kraftwerke, die machen auch noch viel mehr Dreck. Mensch, wenn ich überlege, was da rausgestoßen wird, die müssen auch noch weg. Oh. Und dann aufhören. Nichts mehr sagen. Gar nichts mehr sagen. Das dürfte dann die ganze Sache wirklich zum Nachdenken bringen. So, naja. Jetzt ist aber nicht immer dieses Thema nur dieser CO2-Ausstoß, der ja sowieso Blödsinn ist, ne? Aber gar nicht drauf eingehen. Anderes Beispiel. Ja, ich habe jetzt ein Elektroauto. Das geht aber richtig schön ab. Ja, richtig. Wir müssen alle mit Elektroautos fahren. Alle. Und wir müssen alle Wärmepumpen haben. Die werden alle mit Strom betrieben. Das ist doch eine saubere Sache. Nichts mehr sagen danach. Das dürfte wieder zum Nachdenken bringen. Und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, wenn Sie hier irgendwelche weiteren Vorschläge haben, dann her damit. Ich hoffe, das Grundprinzip ist verstanden. Also, die ganze Sache so auf die Spitze treiben, aber nicht widersprechen, dass die anderen wirklich dann ins Nachdenken kommen. Erstens hat man es ruhig, zweitens hat es eh keinen Zweck, mit denen rumzustreiten. Und drittens haben wir vielleicht den Erfolg, dass die dann weiter nachdenken. Was anderes können wir wahrscheinlich derzeit nicht machen. Also nicht rumschimpfen, sondern konstruktive Vorschläge, wie man die ganze Sache noch schön ad absurdum führen kann. Und wie gesagt, ohne rumzustreiten, den anderen zum Nachdenken bringen kann. Ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit oder keine friedfertige Möglichkeit, diesen ganzen Kram noch irgendwie zu verbessern. Aber naja, wir wissen ja, erwerbt Wissen. Dann kann man cooler reagieren. Vielleicht ist das jetzt hier auch wieder ein kleines Bausteinchen. Und ich mache es ja eigentlich nur, damit mehr Leute drüber nachdenken und letzten Endes, dass wir vielleicht doch noch irgendwie die Kuh vom Eis ziehen können. Und damit mir YouTube nicht dieses Video wieder durch irgendwelche Zwangswerbung versaut, wovon ich eh nichts habe, mache ich lieber meine Werbung. Na dann, alle guten Wünsche und bis zum nächsten Video. Ein schönes Wochenende erstmal.